Mahlzeit, Leute. Der Platz, den ich euch heute vorstelle, ist, wie ich finde, schon ein bisschen Geheimtipp. Und zwar der Campingplatz Camping-Oase Steinbruchsee Süpplingen. Ich werde was über die Lage erzählen, den Buchungsprozess, wie der Platz aussieht, ein paar Eindrücke, die Ausstattung von dem Platz, Sanitäranlagen und ein bisschen Pro und Contra von dem Platz. Gelegen ist der Platz so in Mitteldeutschland, in der Nähe von Haldensleben und Magdeburg, also 8 Kilometer bis Haldensleben, 40 Kilometer bis Magdeburg. An so einem kleinen See oder auf dem Platz ist ein kleiner See und in der Nähe ist noch so ein, eben dieser Steinbruchsee. Dafür, dass dieser Platz so klein ist, ist der Buchungsprozess und die Webseite wirklich sehr gut. Man kann einmal diese Webseite, also der Buchungsbutton ist ein bisschen versteckt, nämlich ganz unten auf der Seite. Also wenn man die einmal so runter scrollt, sieht man unten diesen Button Buchen. Und da kann man jetzt seinen gewünschten Zeitraum angeben, in dem man kommen möchte und sieht sofort, welche Plätze noch frei sind. Das finde ich eigentlich gut gemacht. So hat man schon selber ein bisschen die Auswahl, wo man stehen kann, wo man stehen möchte. Wenn man zeitlich flexibel ist, kann man sich halt aussuchen, wann ist denn der Platz, den ich gerne haben möchte, frei. Ja, wie ist der Platz ausgestattet? Es gibt einen kleinen Imbiss auf dem Platz. Dann gibt es vor dem Platz ein Restaurant, das allerdings nur von Mittwoch bis Sonntag geöffnet hat. Das gehört nicht zum Platz, aber ist 50 Meter entfernt oder so. Dann gibt es noch vor dem Platz Grillplätze, die man mieten kann. Allerdings kann man auf dem Campingplatz selber auch grillen. Es gibt ein Volleyballfeld, es gibt Tischtennisplatten. Dann gibt es noch eben diesen See mitten auf dem Platz, wo man baden gehen kann, aber man kann auch angeln in diesem See. Verschiedene Arten von Stellplätzen, also für Saisongäste, für Kurzzeitgäste, aber auch eine Zeltwiese gibt es noch auf dem Platz. Wie sind jetzt die Parzellen ausgestattet? Ja, also gut, die Parzellen sind mit Strom ausgestattet, mehr halt nicht. Was aber eigentlich okay ist, weil der Platz echt nicht groß ist. Ne? Man läuft nicht ewig weit bis zum Sanitärgebäude. Es gibt Strom, allerdings auch nicht an jeder Parzelle. Da braucht man schon ein langes Kabel. Es gibt so für 3 bis 4 Parzellen ist jeweils immer eine so eine Stromversorgungssäule. Das heißt, diese 50 Meter Kabeltrommel sollte man schon dabei haben. Dann kann man hier, ich blende hier nochmal diesen Platzplan ein. Da sieht man so ein paar Plätze, die haben Seeblick. Die sind sehr naturbelassen, also etwas unsymmetrisch. Da muss man gucken, wie man sich da hinstellt. Da kann es mit einem Vorzelt schon mal eng werden oder gar nicht gehen, weil die einfach sehr schmal, dafür aber unglaublich lang sind, diese Plätze. Ja. Dafür hat man von da aus aber eben eine super Sicht auf diesen See. So, jetzt gibt es hier mal so einen kleinen visuellen Rundgang über den Platz, was es hier so alles zu sehen gibt und zu benutzen gibt. Hier noch einmal der Platzplan mit den verschiedenen Bereichen, Wohnwagen, Wohnmobilstellplätze, Saisonstellplätze, Dauerstellplätze, Zeltwiese, der See, eine Liegewiese hier an dem See und dazu noch eben hier dieser Check-in und Imbissbudenbereich. Hier der Bereich zum Geschirrspülen, die Duschen, Chemietoilettenentsorgung. Hier nochmal der Badesee mit dem Sandstrand und der Liegewiese. Und hier außerhalb vom Campingplatz der Canyon mit einer Tauchbasis. Also wer Bock auf Tauchen hat, kann da Tauchkurse machen oder auch so tauchen gehen. Ja, wie man das gerade schon sehen konnte, die Sanitäranlagen, die sind okay, es ist alles da. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sonst so ein bisschen an die Schulsporthalle erinnert, was aber im Grunde trotzdem völlig okay ist. Ja? Also es ist ordentlich, es ist sauber, es ist halt nur ein bisschen älter, aber es funktioniert alles und ist in einem guten Pflege- und Wartungszustand. Zu dem Imbiss kann ich sagen, da gibt es so verschiedene Kleinigkeiten. Man verhungert nicht, es gibt auch Öffnungszeiten. Aber das ist ein bisschen flexibel, also je nachdem, manchmal, wenn man Glück hat und der Eigentümer selbst da ist, oder der Platzwart selbst da ist, dann kriegt man auch später nochmal eine Bockwurst oder irgendwie so. Je nachdem, kann man sich nicht drauf verlassen, aber wenn man Glück hat, funktioniert das. Ne? Ja, positiv an dem Platz möchte ich mal sagen, ist einmal die Lage im Wald. Es ist sehr ruhig, ein bisschen abgelegen, der Platz ist schön klein, der Betreiber ist total unkompliziert.
Alles wunderbar, der Check-in ist unkompliziert, alles ganz einfach, in einer sehr menschlichen Art und Weise. Der Bade- und Angelsee auf dem Platz ist super, ja. Im Grunde kann man, wenn man so einen Platz mit Seeblick hat, kann man mit seiner Angel einmal über den Weg gehen und ist in 10 Metern an dem See, um da angeln gehen zu können. Die Tickets zum Angeln dafür, weil der wohl auch für Externen zugelassen ist, gibt es beim Check-in. Ja, und dann eben noch die Nähe zu diesem Canyon. Das sind 10, 15 Minuten zu Fuß, je nachdem welchen Weg man nimmt, 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Und da eben die Möglichkeiten mit der Tauchbasis, die sind schon sehr außergewöhnlich. Das habe ich so noch nicht so oft gesehen. Nachteilig? Naja, was gibt es da Nachteiliges? Der Badesee scheint wohl im Sommer auch für Tagesgäste geöffnet zu sein, die nicht zum Campingplatz gehören. Das heißt, es kann da am Wochenende bei gutem Wetter schon mal voll und laut werden tagsüber, weil eben Badegäste von außerhalb aus dem Ort kommen. Eine Einkaufsmöglichkeit gibt es halt nicht auf dem Platz, außer den Imbiss. Naja, Getränke kann man sich kaufen, aber das war es dann auch. Also eine richtige Einkaufsmöglichkeit gibt es nicht und leider auch nicht so richtig in der Nähe. Also da muss man schon ein Stück fahren. Darüber muss man sich im Klaren sein, das muss man wissen. Und wer auf Mobilfunk und Internet angewiesen ist, das ist da auch ein bisschen schwierig. Die Mobilfunkabdeckung ist da nicht so gut. Das Internet über den Platz ist auch nicht an allen Bereichen gut zu empfangen. Ja? Also die Stellplätze mit Seeblick, da ist es schon sehr, sehr schwach. Wer da eine schnellere Internetverbindung braucht, für den wird es da ein bisschen schwierig auf dem Platz. Für meinen Geschmack ist der Platz super, besonders als Durchreiseplatz für ein paar Tage, im Sommer hervorragend. Ob der Platz für eine Familie bei Schlechtwetter so gut geeignet ist, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal sagen, eher nicht, weil es da wenig Möglichkeiten zu Fuß in der Nähe gibt. Man braucht immer das Auto, um irgendwo hinzufahren. Aber ansonsten, abgesehen davon, finde ich, ist der Platz echt super.